Nachdem wir uns bereits mit der optimalen Sattelhöhe und den unterschiedlichen Sitzpositionen beschäftigt haben, wollen wir uns nun anschauen, wie der Sattel feinjustiert werden kann, und einige Tipps zum Ausprobieren von Sätteln möchte ich auch geben. Der Sattel kann je nach Sattelstütze immer in der Neigung verstellt werden, wobei eine wirklich waagerechte Position zum Testen und Probieren unbedingt empfehlenswert ist. Außerdem kann der Sattel längs verstellt werden. Hier würde ich eine mittlere Position wählen, um dann ganz langsam zentimeterweise den Sattel vor oder zurück zu verschieben. Auch das macht ein deutlich unterschiedliches Sitzgefühl beim Probieren. Wenn die Längsverstellung optimal angepasst ist, dann kann ein Lot, was von der Kniespitze gefällt wird, ziemlich genau auf die Pedalachse reichen. Dann weiß ich, es ist ergonomisch eine optimale Position auf dem Rad. Außerdem ist zu beachten, dass die Sattelgestellhöhe von verschiedenen Sätteln variieren kann und es muss gegebenenfalls die Sitzhöhe noch einmal nachjustiert werden. Wenn unterschiedliche Sättel ausprobiert werden sollen, ist es sehr empfehlenswert, das auf dem eigenen Fahrrad auszuprobieren, weil nur dort alle übrigen Gegebenheiten gleich sind. Ganz besonders wichtig ist es auch beim Sattel ausprobieren und allgemein beim Sattel montieren, die Sattelbefestigungsschrauben mit dem entsprechend passenden Anzugsdrehmoment festzuziehen. Ein zu lockerer Sattel kann zu Brüchen des Sattelgestells und im schlimmsten Fall zu schweren Stürzen führen. Nach den mehr als 200 Jahren, die es Fahrräder nun gibt, ist auch der Sattel immer wieder ein aktuelles Thema gewesen. Viele Versuche gab es mit Sätteln aus Leder, Kunststoff, Carbon, Holz, was auch immer. Einen der neuesten und modernsten Ansätze, einen bequemen Sattel zu schaffen, zeige ich hier. Das ist ein Sattel mit einem speziell dämpfenden Material, bei dem die Satteldecke schwimmend auf diesem Material gelagert ist. Und das führt dazu, dass unterschiedlich lange Beine oder unterschiedliche Druckverteilungen der Sitzknochen viel leichter und besser ausgeglichen werden. Das ermöglicht insbesondere Freizeitfahrern angenehmeres und längeres entspanntes Radfahren. Abschließend noch ein letzter Ratschlag. Bleiben Sie geduldig beim Ausprobieren von verschiedenen Sätteln und versuchen Sie sich mit kleinen Veränderungen Schritt für Schritt an die optimale Sitzposition und das optimale Fahrerlebnis heranzutasten. Ihr Fachhändler hilft Ihnen im Zweifelsfalle gern.